Recht herzlich willkommen zur 32. Folge von Stellaris. Ja, wir müssen gucken, was wir hier so machen können. Inaktive Gebäude, gucken wir mal vorbei. Die sind hier und ja. Updates sind hier nicht möglich. Das ist das inaktive Gebäude, ne? Da ist angrenzender Effekt, Mineralienförderung, Leistung plus 1 und Energiekredits. Der hat auch Einflusseffekt daneben an. 0,98 Einigkeit. Okay. Ja, schade, dass die sich nicht dann richtig einig sind, weil das ist ja unter 1. Das ist ja dann schlecht, ne? Dann müssen wir mal gucken. Können wir denn hier was verbessern eigentlich? Ersetzen, abreißen, deaktivieren, verbessern geht nicht. Die haben auch, also diese Stelle hat einen Effekt auf die Nachbarfelder. Kann man nichts verbessern, ne? Alles immer grau. Ja, da ist das Verbessern da oben, funktioniert nicht, weil, ne? Warte mal, wo war das mit dem Bauen? Da war das mit dem Bauen. Da ist gar nichts drauf, ne? Dann würde ich ja jetzt fast sagen, dass der mal erstmal da eingehen würde, oder? Und wenn ich den da, der, was macht er da? Nix. Ich den da reinschmeiße, ne, dann kriege ich da tatsächlich einen mehr, 6. Und da kriege ich nichts mehr. Da habe ich aber das Silo sitzen. Ja, was könnte man hier bauen? Ganz viele Sachen. Dieses hier, einfaches Forschungslabor würde gehen. Hat mehrere Effekte, ne? Produziert 2 von diesen Vertrauen, nee, Einigkeit. Otto. Tones Monument, Monument, okay. Hier haben wir produziert dann 3 verschiedene Sachen. Forschung, ne? Physikforschung, Sozialforschung und nochmal Sozialforschung, nein, Ingenieurforschung. Das wäre hier bei dem. Das wäre Energiehub, das wäre Hydrokult. Das ist Brut Nahrung. Hier unten das ja. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, mach das hier, ne? Weil das, was wir brauchen, Einfluss, den kriegen wir hier jetzt nicht. Hier, okay. Kann man das irgendwo sehen, da oben, das Zeichen? Nein, das findet man nur hier. Einigkeit. Ja. Ist auch unzufriedener, auch interessant. Kraftwerk. Rechte festlegen. Okay, das ist was anderes. Das ist jetzt nichts Interessantes. Das lass mal weg. Gehen wir da wieder hin über den Weg. Oder was? Oh, das war jetzt falsch. War das das? Das war das. Ja, da schon Physikforschung vorhanden ist, bauen wir jetzt die Forschung dahin und fertig, ne? Gut, das läuft. Leertaste gedrückt, damit das Spiel weitergeht. So, habe ich mal mich angelesen und habe geguckt. Das können wir ja nicht, das wissen wir schon. Warte mal, lass mal eine Pause reinmachen. Inaktives Gebäude wissen wir. Friedensangebot. Wir haben irgendwelche anderen Frieden geschlossen, okay. Daten, nee. Defensivabkommen. Die untereinander, alles klar. Haben wir nichts mit zu tun. So, ich habe gelesen und da stand drin, dass man, wenn man den Außenposten nicht mehr braucht, dann sollte man den abreißen. Wenn man den abgerissen hat, dann haben wir hier einen gebaut, ne? Oder wo ist der? Potenziell bewohnbar.
Da ist ein Außenposten und da ist ein Außenposten. Und hier Militärstation, Außenposten. Ich glaube, wir gucken mal hier gerade rein. Und hier reißen wir dann den Außenposten mal ab, oder? So, auflösen. So, dann ist der Außenposten eigentlich weg, ne? So, und wie man sieht, haben wir jetzt hier oben wieder einen Fluss, der plus 1 ist. So. Jetzt müsste man überlegen, ob man die anderen Außenposten auch noch abreißt, ne? Ist der jetzt noch da? Nein, ne? Das ist ein Beobachtungsposten. Das ist die Bergbaustation. Vielleicht, weil wir die Pause noch drin hatten, ist das nicht aktualisiert worden. Genau so sieht's aus. Ja. Gucken wir da mal rein. Hier sieht es ähnlich aus. Ich würde den auch einfach auflösen. Weil hier ist jetzt auch nicht der Bringer drin, ne? Und das war jetzt hier irgendwo, ne? Oder habe ich jetzt. War das da? Ne, das war hier. Okay, den haben wir jetzt verloren in dem Sinne. Aber das war auch nichts Wichtiges da. So, und dann könnte man jetzt eher hier oben noch. Also, wir machen jetzt zwei Einfluss, ne? Wie man sieht. Jetzt würde ich ja eher sagen, wir machen hier einen Außenposten hin. Weil hier ist ja mit 90% bewohnbar, ne? Jetzt müssen wir hier nur 200, 396 noch holen. Okay, das dauert eine Weile, aber dann werden wir hier einen Posten bauen und gucken, dass wir da weiterkommen. Das ist wichtig. So, was ist mit denen? Ja, das ist jetzt nicht so spielentscheidend, ne? Wo kommt das Signal her? Oder überhaupt? Nirgendwo, ne? Doch, hier unten. Terraforming. Was hat es mit diesem Ding auf sich, mit diesem Planeten? Hier so ein kleines Häuschen dran, da weiß ich auch nicht, was das heißt. Forschungsschiff. Projekt erforschen. Projekt wurde bereits erforscht. Was können wir denn da machen? Das war das Falsche. Das ist das Richtige. Das ist alles abgeschlossen. Eine bewohnbare Welt müssen wir noch erforschen. Drohnen demontiert, noch keine. Das läuft noch, oder was? Kann weg. Ja, super, ne? Können wir abstimmen, klar. Wir unterwerfen uns niemanden erstmal. Ja. Einfluss wächst. Sollte man noch mehr abbauen? Den Außenposten würde ich schon gerne behalten, während ich hier echt am Überlegen bin, ob das hier Sinn macht. Ist die karge Welt mit 30% da, ne? Hier haben wir die Bergbaustation und ein Piazza. Kein Außenposten, oder wie sehe ich das? Ha? Ah, Militärstation ist das. Das ist kein Außenposten. Alles klar. Hier ist noch einer. Ja, guck mal an. Den
Gibt es jetzt den, wo wir einziehen? Können wir die jetzt besiedeln oder was? Ja, 2. Übersicht. Ach so, okay. Können die nicht, noch nicht besiedeln, aber. Oder kolonisieren. Obwohl nur gar 10%, aber man hat jetzt diese. Da habe ich nie drauf geachtet, glaube ich, ne? Oder das wurde erst mit einer höheren Stufe freigesetzt. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir den kleinen 30%. Ja, tendenziell neige ich dazu zu sagen, komm, wir machen das weg, damit wir erstmal Einflusspunkte kriegen, ne? Aufbauen kann man, glaube ich, immer noch. Jetzt haben wir nämlich da 3. Ja. Im Einsatz vermisst. Okay. Die Aschhelder wird vermisst. Astraveler. First Strike, Aswese, okay. Demetrius Prime. Ja, was können wir da machen, ne? Liegt im Raumbereich von Assa Administration. Der sticht da raus. Aber was kann ich da? Da ist ein Ausrufezeichen dran, aber sagt mir nichts. Asteroid. Bewohnbarkeit. Warum wird der angezeigt? Gute Frage, ne? Das Shelter ist wieder aufgetaucht. Könnt ihr dir was bauen? Nein, sieht nicht so aus. Wo ist denn die, wenn? Ah, die fliegt gerade dahin. Ist schon da. Drei Punkte, eine Forschungsstation bauen, Außenposten bauen. Kostet das? Monatlicher Unterhalt ist halt ein Einfluss. Okay. Bringt es dann also hier nicht, definitiv nicht. Was haben wir hier? Ach so, das ist Dimitri Prime. Raumhafen. Also das ist es jetzt auch nicht da irgendwie. Militärstation bauen, hierhin bewegen. Ja, kann man nichts machen. Hätte ich gedacht, dass man da was machen kann, aber ist wohl nicht so. Gut, dann 85, da können wir noch nichts reißen. Da waren ja noch reichlich Punkte, die wir erst haben müssen, um hier was zu machen. Ja. Jetzt fehlen mir mal 510. Werden noch schon viel weniger, oder? Naja, ist halt so. Gut. Ja, haben wir jetzt das mit dem Einfluss ein bisschen mehr in den Griff gekriegt. Ist mir jetzt tatsächlich zu überlegen, Außenposten hin oder her, braucht man den? Eigentlich nicht, das andere ist alles gebaut. Ich würde sagen, wir holen mehr Punkte ran und bauen das auch ab. Das ist jetzt hier nicht mehr bunt, ne?
Ist das dann alles abgebaut? Ich glaube ja, ne? Wenn wir den Außenposten wegmachen, nein, das ist hier noch, ne? Oder? Aha, das sind die. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt hier noch was verloren, ne? Das könnte sein. Wenn man den Außenposten wegmacht, dann verliert man auch gleichzeitig hier die Machtbefugnisse wohl. Ja, gut, okay. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.